Gucken wir mal. Herzlich willkommen zu den neuen Technik-News. In dieser Folge werdet ihr alles erfahren, was in der letzten Woche so rund um die Technik so geschehen ist. Alles weitere gleich. Es wurde ein neues Funkmikrofon vorgestellt. Nicht von einer normalen Marke wie jetzt Rode, DJI oder jetzt auch Hollyland, nee, sondern von einer Marke, die sonst eher andere Art von Mikrofonen machen, zum Beispiel größere dynamische Mikrofone, nämlich von der Marke Shure. Die haben jetzt auch ein Funkmikrofon vorgestellt, was die Besonderheit hat, dass das Ganze jetzt halt auch einfach sehr, sehr klein ist. Das Funkmikrofon, was man sich jetzt ansteckt, ist so klein wie ein Lavalier-Mikrofon und soll auch ganz gut sein. Der Haken ist halt nur davon, das Ganze hört sich halt meiner Meinung nach halt nicht gut an. Das Ganze hört sich an wie ein Temo-Mikrofon. Und das kann ich sagen, denn ich hatte mal eins. Im Vergleich zu einem Rode Wireless Pro oder einem DJI Mic 2 war das Mikrofon einfach übel. Das hat sich nicht gut angehört, hat sich nicht richtig voll angehört, als wenn man da irgendwie komprimiert irgendwie spricht. Als wenn man in einem anderen Raum spricht, hat sich das irgendwie ganz schön komisch angehört. Hier nochmal ein kleines Beispiel aus dem Video von der Vision. Bei vielen Desktop-PCs ist, dass sie im Vergleich zu Laptops oder Mini-PCs viel zu wenig auf Effizienz getrimmt sind. Dabei bedeutet Effizienz nicht nur, dass der PC weniger aus der Steckdose zieht, sondern auch, dass er dabei weniger Wärme erzeugt, die abgeführt werden muss. Und dann gibt es auch noch andere Nachteile, die man da in diesem Mikrofon hat. Nämlich das Ganze hat nämlich auch noch so welche Funktionen nicht, wie jetzt zum Beispiel eine interne Aufnahme zu machen. Das heißt, man kann jetzt, wenn die Funkverbindung abbricht, jetzt nicht noch auf eine sichere Aufnahme zurückgreifen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auch eine interne Aufnahme gestartet, sodass, falls jetzt die Aufnahme abbrechen sollte, das Ganze ich dann jetzt auch noch dann einmal dann zurückholen konnte von dem Mikrofon hier. Und weitere Probleme machen es diesem kleinen Mikrofon dann auch wieder schwierig, denn durch diese kleine Größe hat es halt auch nur einen Knopf. Und dieser eine Knopf ist halt einfach nur zum Ein- und Ausschalten gedacht und mehr kann das dann auch wieder nicht. Also alle Einstellungen muss man dann wieder entweder an diesem Kamera-Bedienelement machen oder halt aus der App, was dann ja halt auch wieder ein bisschen aufwendiger ist. Aber gut, sagen wir mal, das wäre jetzt noch alles okay und ja, wenn der Preis stimmt, kann man ja immer noch sagen, ja, es ist eine Besonderheit, dass es so klein ist und wenn ich das brauche, dann ist das ja auch immer noch gut und ich kaufe mir das Ganze mal. Nur jetzt ist die ganze Sache, dass das Ganze teurer ist als das Rode Wireless Pro. Nämlich über 500 Euro. Den genauen Preis werde ich jetzt hier einblenden. Und da muss man sich dann auch schon wieder fragen, ist einem das wirklich wert? Denn bei dem Wireless Pro hat man dann auch noch dann eine, wie heißt das Ganze, 32-Bit Float-Aufnahme, sodass man dann also auch nicht irgendwie die Mikrofonaufnahme übersteuern kann. Man hat keine Probleme und das hat einfach noch mehr Features. Internal Aufnahme und alles weitere, was man auch noch kriegt. Und da finde ich das Ganze von Shure eher nicht so toll. Deswegen würde ich aber auch direkt sagen, wir springen zu der nächsten Neuheit, die rausgekommen ist. Nämlich Canon hat ein 100 bis 300 mm 2.8 rausgebracht. Boah, also jetzt muss ich sagen, also ich bin beeindruckt. Ich finde das echt cool. Jetzt hat man statt einem 70 bis 200er halt noch ein 70 bis 300 mm Objektiv, was wirklich sehr cool ist. Man hat noch ein bisschen mehr Range, bestimmt für Sportaufnahmen, Basketball, Eishockey perfekt für. Und wenn man da jetzt auch noch einen Telekonverter dran macht, 1,4, dann hätte man einen 150 bis 450 mm Objektiv mit Blende 4.0. Und das finde ich wirklich toll. Nun muss man sich jetzt dann halt auch wieder fragen, wie hoch ist der Preis eigentlich von dem Ganzen? Ja, das Ganze kostet, einen Moment nochmal eben, $9.500. Also dann ist mir das Ganze dann wieder nicht wert. Denn die 300 mm zu den 200 mm, also ja, ist halt was, aber $9.500, da kann man sich zwei von den 70 bis 200er von kaufen. Oder dann sogar noch ein, was weiß ich, 100 bis 400er, dann hat man diese Brennweite auch. Zwar dann nicht mit F2.8, aber das können sich nur richtig reiche Leute leisten oder halt wirklich Leute leisten, die damit wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen. Also jetzt nichts für den Normalkonsumer, würde ich mal behaupten. Ihr werdet jetzt auch bemerkt haben, ich habe gar nicht irgendwie die Qualität des Objektivs erwähnt. Eigentlich kann man sich jetzt aber da auch schon denken, dass bei dem Preis und jetzt Canon typisch auch die Qualität wieder perfekt sein wird. Bildschärfe bei 100 als auch bei 300 mm, Bildmitte als auch in den Bild
Ecken perfekt. Wenig irgendwie Kontrastabfall bei Gegenlicht. Man kann wirklich nur sagen, ja, perfekt, Canon macht das super. Aber wie gesagt, halt nochmal $9,500, nix für mich. Es gab jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viele YouTuber, die über dieses Thema schon ein Video gemacht haben. Es geht um das Thema Nikon kauft die Firma Red. Und was hat das jetzt eigentlich für Auswirkungen? Ja, ich würde jetzt einfach mal denken, die ganzen nächsten Kameras, also auch die Z6 Mark III, wird jetzt ein paar bessere Aufnahmesettings haben. Das heißt 4K 120 vielleicht, aber auch nicht nur das, sondern halt auch einfach diese Formate, die die dann hat. Diese kompressten RAW-Formate, die sie dann haben. Ich glaube, das wird jetzt einfach besser. Das wird eigentlich sein. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen und müssen wir jetzt aber auch nicht weiter drüber reden. Ja, Pedro, komm her. Willst du jetzt mein Video machen? Apple hat einen neuen MacBook Air mit M3-Prozessor veröffentlicht. Ist irgendwie voll in den Hintergrund geraten. Ich habe irgendwie gar nichts mitbekommen, habe kein Video, kein Apple-Event mitbekommen. Der war einfach da. Komisch, jedenfalls, ist jetzt aber erstmal egal dafür. Ich möchte euch ja etwas darüber erzählen. Man kann jetzt sagen, Performance ist einfach besser geworden. Akkutechnisch nicht viel Neueres, also ist halt immer noch wirklich sehr gut. Viele Erkenntnisse, dass es sehr besser geworden ist, habe ich jetzt jedenfalls noch nicht gesehen. Vielleicht werden das aber auch noch weitere Tests ergeben. Durch den 3-Nanometer-Prozess ist halt jetzt einfach mehr Power mit weniger Strom möglich. Das, was aber dann wahrscheinlich auch erst in den nächsten Updates kommen wird, denn Apple hat ja in den ersten Momenten der Veröffentlichung immer da noch ein paar Probleme. Würde ich mir heutzutage noch ein MacBook Air kaufen? Ich kann jetzt sagen, ich würde es mir momentan nicht kaufen. Ich benutze jetzt schon seit ungefähr 2-3 Jahren, ungefähr seitdem der M1 MacBook Air raus ist, halt den M1 MacBook Air. Und eigentlich bin ich damit vollkommen zufrieden und ich komme damit vollkommen zurecht. Nur es gibt halt so ein paar kleine Sachen, die es halt bei den höheren Modellen schon besser gibt. Zum Beispiel, dass man bei dem MacBook Pro halt mehrere Bildschirme anschließen kann. Das ist jetzt bei dem M3 MacBook Air auch besser geworden, dass man jetzt 2 Bildschirme anschließen kann. Aber das geht halt auch wieder nur, wenn der MacBook zugeklappt ist. Da muss man sich noch Tastatur und Maus dazu kaufen. Ist jetzt für mich kein Problem, aber ist halt jetzt auch wieder nur eine Einschränkung. Dann Anschlüsse technisch. Es gibt nur 2 USB-C-Anschlüsse, noch einen Aufladeanschluss und einen Audioanschluss. Das ist okay, vor allem wenn die Thunderbolt 4 sind. Momentan habe ich noch Thunderbolt 3 bei meinem MacBook, was auch ein paar Probleme mir bereitet. Aber ich als Content Creator würde halt schon gerne einen SD-Kartenanschluss haben, wo ich dann einfach meine SD-Karte reintun kann. Das würde mir das Leben halt einfach sehr viel erleichtern. Aber ich glaube trotzdem, dass der M3 MacBook Air sich sehr, sehr gut verkaufen wird. Denn ja, ist halt einfach auch der Grund, weshalb ich mir früher mein MacBook Air gekauft habe. Früher hatte ich noch nicht die großen Pläne irgendwie viel mit Videomacherei zu machen und für den normalen Einsatz, zum Beispiel als Schüler, also für die Schule, ist das einfach nur perfekt. Es wurde die Leica SL3 vorgestellt. Und jetzt nochmal für diejenigen, die nicht genau wissen, was die SL3 ist. Es gibt bei Leica 3 verschiedene Arten von Kameras. Nämlich einmal die Q-Serie, das ist so die Serie, wo man halt einen schon digitalen Sucher hat, wo man durchgucken kann. Eine hohe Auflösung hat von 61 Megapixeln und ein festes Objektiv, was daran angeschlossen ist. In diesem Fall ein 28 mm mit der Blendenöffnung 1.7. Dann gibt es die M-Reihe, die gibt es dann auch in einer monochromen Version, das heißt schwarz-weiß. Die hat dann auch einen Sucher, wo man dann nicht durch das Objektiv guckt, sondern einfach nur daneben durch so ein Glas, was ich auch sehr, sehr nett finde. Und da kann man dann auch noch mehrere Objektive dran machen und ist halt so eher die klassischste Reihe von Leica. Und halt dann jetzt noch eine halt richtige Systemkamera-Reihe, nämlich die SL-Reihe. Das soll sehr nah an die aktuellen Sony-Kameras rankommen, ist halt ein Body, der jetzt nicht wirklich sehr noch altmodisch aussieht, hat trotzdem weniger Knöpfe als so eine Sony A7 IV zum Beispiel, aber was man noch sagen kann, sie hat noch einen Mount, wo man die Objektive wechseln kann. Was sind jetzt aber die Neuerungen zu der SL2? Ja, die hat jetzt auch einen 61-Megapixel-Sensor bekommen, das heißt wirklich gut für Fotografie. Einen besseren Autofokus haben sie jetzt, der gut für Porträts jetzt ist, der jetzt aber für schnellere Sportaktionen immer noch nicht gemacht ist. Ein 61-Megapixel-Sensor ist halt jetzt zum Beispiel auch nicht so gut für Filmaufnahmen. Es ist halt entweder wirklich sehr leistungsintensiv so hoch
runter zu skalieren von 8K sonst was auf 4K runter zu skalieren. Oder wenn es halt einfach nur Linescaping ist, dann sieht halt jetzt auch wieder nicht ganz so cool aus. Aber hier möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es wird bestimmt sehr viele geben, die die Leica SL3 mögen. Ich bin halt eher so der Typ Leica Q3, aber ist halt wieder was ganz anderes. Und jetzt möchte ich auch noch ein paar Leaks zu einem neuen Sony-Objektiv nennen, das bald rauskommen soll. Es ist die Rede von dem Sony 24-70 mit Blende 2.0. Und das finde ich wirklich sehr interessant, denn ich finde die Brennweite 24-70, was ich übrigens jetzt gerade auch drauf habe, wirklich wunderbar, attraktiv, perfekt, passt immer. Du hast Weitwinkel und noch direkt einen Zoom mit dabei, perfekt. Und wenn das dann auch jetzt auch noch mit einer Auflösung von 2.0 ist, dann muss man sich sagen, oh, das ist doch wirklich super. Dann müsste ich mich vielleicht sogar gar keine Festbrennweiten mehr kaufen. Jetzt muss man sich nur mal denken, Canon hat momentan ein 28-70mm 2.0 draußen. Und das ist riesig. Das ist so ein Brummer, wie sonst was schwer. Und ist zwar super Qualität, aber wie gesagt, es ist halt nun mal ein riesen Brummer. Wenn das dann auch noch statt 28 24mm sein wird, wird es dann noch größer. Und auch nicht nur jetzt die Größe und das Gewicht ist natürlich jetzt nicht nur wichtig, sondern natürlich auch der Preis. Denn ich glaube nicht, dass das Ganze nur 2.500 €, 2.800 € kosten wird. Das wird bestimmt 3.000, wenn nicht sogar mehr Euro kosten. Ja, also eigentlich könnte man jetzt auch sagen, gut, ersetzt halt wirklich gerade 3-4 Festbrennweiten, die man da hat. Dafür ist es okay. Müsste man sich halt wirklich überlegen, ob man das wirklich haben will. Denn natürlich, man muss sich auch nochmal vor klarem Auge stellen. Festbrennweiten sind halt auch nun mal kleiner und leichter, wenn man die mitnehmen möchte. Und wenn man jetzt genau weiß, welche Festbrennweite man braucht, ist das natürlich schon nochmal leichter und kleiner. Und vielleicht auch sogar noch lichtstärker, wenn man ein 1.4er Objektiv mit dran hat, als zum Beispiel jetzt ein 24-70 2.0er. So, das war's jetzt mit der Technik-News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.